Ja, lange nichts mehr voneinander gehört. Ich war im Urlaub und deswegen erst heute mal wieder eine Folge. Folge 4 müsste es sein von Clash Royale, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, aber ich glaube schon, dass das passt. Eine habe ich gestern noch hochgeladen, die hatte ich aber schon vor dem Urlaub auch aufgenommen, deswegen quasi jetzt wieder eine aktuelle. Und ja, wir haben hier noch so zwei Quests irgendwie die offen, da können wir noch ein bisschen was abholen. Wir sind ja noch am Anfang sozusagen. Ja, können wir. Wieso war denn da eine 2, wenn hier nur eine Sache ist? Egal, so. Wir haben aber noch eine Truhe auf. Eine magische Truhe, die wir öffnen können. Und da gucken wir mal rein. 320 Gold. Ja, Lakaien, Kobolde, Pfeile, Mini-Bäcker, Feuerball, Schweinereiter und der Prinz. Wir haben den Prinzen. Jawohl. Dann können wir doch mal schauen. So. Wie unser Deck aussieht. Okay, das haben wir so aktuell drin. Wir könnten ja mal das machen. Und das. Und das. So. Okay, so, das heißt, das Deck ist jetzt erstmal wieder in Ordnung. Wir sind ein Level aufgestiegen, kartenmäßig. Jo, können wir mal gucken. Schweinereiter, klar, können wir hinterher mal upgraden. Wir werden den eh irgendwann brauchen. Vielleicht sollten wir den einfach mal mit reinnehmen für die Lakaien. Wofür könnten wir die Lakaien denn? Na gut, ja, wir lassen es mal. Und jo, starten einfach mal rein, ne? Geht los, auch ein Level 3 Gegner. Lassen wir uns mal überraschen, was jetzt unser Deck aktuell so kann. Ja, müssen wir gucken. In 2 Wochen kann sich in diesem Spiel ja echt viel ändern. Dann funktioniert es auf einmal gar nicht mehr. Wir wissen das ja mittlerweile. Ich habe das ja letztes Mal schon angemerkt, was ich da oder was quasi da mein Problem ist an der Sache. Ich weiß nicht. Genau, so, das war gut. Weil die Bogis mussten weg. Der Riese muss auch jetzt down. Und jetzt hoffen wir, dass wir im Gegenzug noch ein bisschen Schaden machen können. Jetzt hat er natürlich da die Hexe hingepflanzt. Das ist aber gegen den Baby Dragon gar nicht so schlimm. Und ich glaube, dass das gar nicht so schlecht aussieht. Fürs Erste. So. Jetzt, wenn wir den Musketieren dahin. Den Musketieren, ja, das macht Sinn. Diese Aussage. So, und jetzt können wir vielleicht. Oh, okay, dann machen wir es so. Komm. Der müsste doch jetzt down sein, bevor irgendwas passiert. Und dann können wir den Riesen davor setzen. Sehr schön, jawohl. Das kam jetzt genau zur richtigen Zeit. Jetzt schiebt er den Riesen ein bisschen und ist natürlich jetzt erstmal getankt. Und das sieht gut aus. Und wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, dann können wir direkt Power machen, um uns den Turm zu holen. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, er hat schon ja, er hat auch Feuerball geworfen. Aber das war jetzt schon mal ein schöner Start, um mal wieder reinzukommen. Das sah doch schon mal ganz gut aus. Ein 3 zu 0. Und das war echt gut, dass wir da den Riesen noch hatten in dem Moment. Das war nicht verkehrt, so. Würde ich sagen, gehen wir wieder direkt rein. Und schauen mal, was jetzt so auf uns zukommt. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Sitzt da irgendwas? X verschenken, dann setzen wir was, okay. Na klar, er sitzt natürlich dann jetzt da. Können wir den Mini-Packer noch mit absetzen? Schweinereiter kriegt natürlich jetzt ordentlich schon mal Schaden an unserem Turm. Aber was willst du machen? Musketieren hat auch schon mal ein bisschen was gemacht. Prinz, ja. Wird vielleicht noch zum Turm kommen, wenn wir Glück haben. Und dann können wir noch ein, zweimal. Ja, das war gut. Die Bogis schießen jetzt noch. Alles klar, das läuft. Es ist alles noch in Ordnung. Wir können uns noch nicht beschweren. So. Müssen wir ein bisschen abwarten, gucken, was kommt. Luki, was kommt? Erstmal kommt gar nichts von ihm. Dann gehen wir einfach ein bisschen auf die Verteidigung. So. Schwupp. Oh, jetzt gehen die auf den. Ernsthaft?
Nee, doch nicht. Okay. So. Jetzt kommt er von da, der Lumpi. Müssen wir mal den Mini-Packer absetzen, der den Schweinereiter sich ein bisschen vorknüpft. Ja, die Kobolde werfen natürlich dann auch ganz ordentlich. Aber ich glaube, wir sind da oben. Ja, er hat nicht aufgepasst. Er war wieder ein bisschen voreilig und ich glaube, wir holen uns den. Ja, alles klar. Das passiert, wenn man zu sehr in die Offensive geht und dann, ja, die Defensive vernachlässigt. Also, das auf jeden Fall, ja, eine wichtige Lektion, die er jetzt gelernt hat, dass er uns da, ja, viel zu offen entgegengerannt ist sozusagen. Er hat zwar Schaden gemacht, aber hat sich dementsprechend dann auch eingefangen. Also, bisher können wir mit dem Deck ganz gut leben. Also, und dann gehen wir wieder rein. Und, ja, schauen uns den dritten an. So. Riese tankt jetzt von dem, die Musketieren quasi. Feuerball. Und dann lassen wir das mal durchlaufen. Jetzt nicht direkt wieder hinterher ballern. Das kann das Drachenbaby mal erledigen, die Kobolde. Gut, alles klar, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich weiß, er haut den Mini-Packer relativ schnell kaputt, aber wir mussten ihn irgendwie bremsen. Also war das doch in Ordnung. So, der kommt nicht an. Das ist auch in Ordnung. Jetzt wirft der Pfeil auf unseren Turm. Weiß nicht, ob er jetzt schon aufgegeben hat quasi. Das wäre dann ein schnelles Vergnügen gewesen. Okay, jetzt hat er da. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das kann der Turm erledigen. Doch, genau, der Turm erledigen. So. Also er scheint auch noch weiter zu spielen, aber er hat auch natürlich mit den Pfeilen da so einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt kommt da eine Koboldhütte. Die uns aber jetzt nicht großartig stören wird. Und ich glaube, auch den werden wir jetzt mit 3:0 entsorgen. Ja, das sieht auch gut aus. Leute, wir haben einen Lauf. Wir haben einen Lauf. Kann sich jetzt sehen lassen. Wir haben, glaube ich, wie viele Spiele habe ich jetzt bisher verloren hier? Eins? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, doch, da waren schon zwei irgendwann mal. Aber sonst läuft es. Also wir sind ganz gut unterwegs. Level 3. Ja klar, fehlt noch ein bisschen was. Aber das Deck scheint aktuell noch zu klappen. Ich finde es ja, so erstmal ganz angenehm. Wir könnten eine epische Karte gratis kriegen. Cool. Oh, ein Prinz. Bringt uns nichts, aber ist ja nett. Vielleicht könnten wir... Ja, komm schon. Irgendwas kaufen? Sollen wir eine Hexe kaufen? Nee. Ich würde jetzt maximal 5 Lakaien. Wir könnten 5 Lakaien nehmen. Dann können wir die Lakaien upgraden. Das ist für die Pfeile nicht verkehrt. Ach, ich darf nur eine. Ah, okay. Dann nicht. Jetzt haben wir einen Level 1 Gegner. Wie kann das denn sein? Ist ja generell ein Vorteil für uns, aber wie kann Level 3 gegen Level 1? Okay. Wir warten mal. Das heißt ja, ja, er hat vielleicht einfach nur keine... Doch, wenn er die Truppen verbessert, kriegt er doch ein Level, oder? Sehe ich das falsch? Ja gut, jetzt wird natürlich sein Riese erstmal unseren Turm packen. Wobei... Der auch schon kassiert. Okay, und jetzt ist unser Riese oben. Das sieht also ganz gut aus. Mini-Packer gegen Mini-Packer. Lassen wir jetzt einfach mal laufen. Dann sind wir da erstmal auf der sicheren Seite. Und dann müssen wir mal schauen, was jetzt hier passiert. Und wir könnten natürlich jetzt... Ja, okay, wir werden das hier noch so ein bisschen in den Griff kriegen müssen mit seinem Riesen. Der darf natürlich nicht nochmal durchkommen. Sieht aber auch momentan nicht danach aus. Also jetzt da. Zack. Mini-Packer hat schon mal die Bogies weggemacht. Ein Riese davor von uns. Und dann läuft das doch jetzt, das Spielchen. Das wird jetzt das vierte 3:0 in Folge. Ja, was will man denn mehr?
Das ist doch mal ein netter Anfang oder ein netter Wiedereinstieg. 12 zu 0 quasi. 12 zu 0 in 4 Spielen. 3, 4? Warte mal. 4, ne? 1, 2, 3, 4. Damit auch keiner sagt, es wäre geschnitten oder so. Letztes Spiel war 18 Tage her. Ihr seht es. Jetzt hier vor 7, vor 5, vor 3 und ja, jetzt gerade quasi. Können wir doch darauf aufbauen, oder? Wie seht ihr das? Was meint ihr dazu? So. Können wir eigentlich jetzt auch Feierabend machen? Ich denke, damit sind wir schon mal durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.